Die Geschichte über den leuchtenden Mond. Es war einmal ein Mond. Der Mond dachte für eine sehr lange Zeit, dass all das Licht in und in ihm ganz alleine wohnte, worüber er durchaus sehr stolz war. Nun, eines Tages kam die Erde zu dem Mond und in dem Moment konnte der Mond etwas Leuchtendes in der Ferne erkennen. Die Erde bemerkte: "Hey Mond, wo guckst du denn so angestrengt hin?" Der Mond antwortete wie gefesselt: "Dort drüben, dort funkelt doch was, oder nicht?" Die Erde daraufhin: "Das sind doch Sterne. Deshalb leuchten sie so, wegen dem Licht, welches sie abgeben." Der Mond war perplex. "Wirklich? Sind sie leuchtender als ich? Das ist nicht möglich." Die Erde musste zugeben: "Na klar ist es möglich. Tatsächlich sind Sterne sehr hell und leuchtend." Der Mond war verwirrt. "Aber nein! In der Nacht hat die Erde doch nur Licht wegen mir. Die Menschen nutzen mein Licht, um sich in der Dunkelheit zurechtzufinden." Die Erde antwortete: "Na gut, wenn du mir nicht glauben willst, dann frage die Sterne halt selber." Das fand der Mond eine gute Idee. "Das werde ich machen." Die Erde gab jedoch noch zu bedenken: "Ich glaube nicht, dass du so weit reisen möchtest. Sie sind Kilometer um Kilometer weit von uns entfernt. Das wirst du doch niemals schaffen." Der Mond konnte dies verstehen. "Ich weiß nicht, wie weit ich reisen muss. Aber ich muss sicherstellen, ob ich am hellsten von allen leuchte oder doch die Sterne." Der Mond startete seine Reise in Richtung, wo die hellen Lichter herkamen. Der Mond musste eine weite Strecke zurücklegen. Aber egal wie weit er kam einfach nicht bei den Sternen an. Auf seinem Weg traf er viele andere Planeten, die sich wunderten, warum es der Mond so eilig hatte. Der Mars: "Hey Mond, wo willst du denn hin?" Der Mond antwortete gehetzt: "Ich habe erfahren, dass so komische Sterne heller als ich sein sollen. Das muss ich herausfinden." Jupiter warf ein: "Ha! Glaubst du wirklich, dass du am hellsten von allen leuchtest? Naja gut, dann finde das mal für dich heraus." Die anderen Planeten lachten den Mond aus, was den Mond verärgerte. Nun war der Mond noch schneller unterwegs. Und so stieß er schnell auf die glühend heiße und leuchtende Sonne. Die Sonne erblickte den Mond: "Hallo du! Wo führt dich dein Weg hin?" Der Mond antwortete: "Ich muss ein paar Sterne finden, von denen ich gehört habe, dass sie heller scheinen sollen als ich. Und das darf nicht sein." Die Sonne antwortete etwas zögerlich: "Du bist schon sehr hell, aber wenn ich ehrlich sein soll, dann sind die Sterne wirklich sehr viel heller, als du es dir vorstellen kannst." Der Mond versuchte, das abzutun. "Ha, das ist ja wohl ein Scherz. Ich bin der hellste von allen. Das wirst du schon noch sehen." Je länger der Mond reiste, desto näher kam er den Sternen. Der Mond wurde aufgeregt. "Ha, die sehen doch gar nicht so groß aus. Das dachte ich mir schon. Ich kann es nicht abwarten, den anderen davon zu erzählen." Der Mond wurde immer schneller und je näher er kam, desto aufgeregter, aber auch erschöpfter wurde er. Als der Mond endlich angekommen war, war er völlig erschöpft von der langen Reise. Rundherum war es hell erleuchtet. Der Mond konnte seinen Augen nicht trauen. Er schaute sich die riesigen Sterne an. Der Mond schluckte: "Oh mein Gott! Ihr leuchtet so hell, ich kann es nicht fassen. Wie kann es denn nur möglich sein, dass ihr von weit weg so klein ausseht?" Ein Stern antwortete lachend: "Es scheint mir, dass du nicht sehr viel über uns Sterne weißt." Der Mond antwortete zögerlich: "Aus der Ferne kann ich nur einen kleinen Funken erkennen. Wenn ich nun näher bei euch bin, sehe ich euch in einem ganz anderen Licht." Der Stern antwortete geduldig: "Wir sind alle Sterne. Ein bisschen verschieden groß, aber alle leben wir im Universum." Der Mond: "Ihr strahlt wirklich wunderschön. Ich kann es nicht glauben. Und ich dachte für so eine lange Zeit, dass ich am hellsten und schönsten leuchte. Aber ich muss zugeben, dass das so nicht stimmt. Wir sind alle einzigartig. Auch du bist wunderschön und strahlst und gibst den Menschen Licht in der Dunkelheit. Genauso wie wir." Der Mond bedankte sich und startete auch schon wieder seinen Rückweg. Als er auf seinem Rückweg wieder auf die anderen Planeten traf, fragten sie ihn neugierig, was er denn über die Sterne herausgefunden hatte. Die Sonne rief ihm hinterher: "Hey Mond, warte mal! Wie war es mit den Sternen?" Der Mond antwortete: "Ich dachte für lange Zeit, dass ich am schönsten leuchte. Aber nun habe ich die Sterne gesehen, die auch so wunderschön sind. Auch du, Sonne, bist strahlend schön und teilst dein Licht mit den Menschen am Tage." Der Mond machte sich wieder auf den Weg, wo er sich viele Gedanken um die Sterne machte.
Er traf aber natürlich noch andere Planeten, die ihn über seine Reise ausquetschten. Der Mars: Hey, wie war deine Reise? Und der Mond antwortete wieder: Als ich die Sterne so hell leuchten sehen habe, habe ich gemerkt, dass ich nicht der einzige Hellleuchtende am Himmel sein kann. Wir brauchen alle Sterne und Planeten zusammen, um so wunderschön zu sein und die Menschen mit Licht zu versorgen. Der Jupiter war froh, das zu hören. Lange hast du gedacht, dass nur du so schön am Himmel scheinen kannst. Aber wir brauchen alle unser schönes Licht zusammen am Himmel. Mach dich nun auf nach Hause. Bald schon kam der Mond wieder bei sich an und traf die Erde wieder. Er war mehr als erschöpft, aber hatte auch das Gefühl, dass er etwas gelernt hatte. Wir lernen aus der Geschichte des Mondes, dass wir viel weiter kommen, wenn wir offen mit anderen sprechen und über sie lernen. Nur so können wir näher zusammenrücken und uns und den anderen besser verstehen und wertschätzen.